Jo Leute, bevor das Video anfängt, wollte ich mich nochmal an Kinaz bedanken, denn er hat mir sein Overlay für Minecraft-Suche zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe jetzt eine Teilnehmerliste mit den ganzen Profilbildern, was ich halt übelst heftig finde. Supportet den Boy und nochmal danke an dich, Digi. Und dann würde ich sagen, fallen direkt an mit dem Video. Heute stelle ich euch die 10 besten PvPer von Minecraft Zuru vor. Natürlich gibt es über 125 Teilnehmer und davon 10 Teilnehmer rauszusuchen, die meiner Meinung nach die besten sind, ist relativ schwer. Deswegen schreibt mir gesagt eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare, welche Teilnehmer findet ihr am besten in Minecraft PvP und abonniert meinen YouTube-Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, denn ich werde ab den ersten Tag von Minecraft Zuru tägliche Zusammenfassungen rausbringen auf meinem YouTube-Kanal. Vor den ganzen Episoden, dann müsst ihr nicht die ganzen Episoden schauen, sondern ihr bekommt eine kompakte Inhaltsangabe von mir, was einfach in den Episoden passiert ist. Also abonniert meinen Channel und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Platz Nummer 10. Natürlich war es relativ schwer herauszufinden, welcher YouTuber schlecht ist oder welcher YouTuber gut ist, weil das eine subjektive Entscheidung ist und es kommt voll darauf an, in welchen PvP-Richtung. Aber auf Platz Nummer 10 habe ich Mimichecker genommen. Mimichecker ist ein Bed Wars-YouTuber, der eigentlich relativ gut ist. Ich habe schon einige YouTuber-Battle von ihm gesehen und fand ihn extrem cool. Jedoch fand ich auch einen YouTuber beim gleichen Level von ihm, und zwar Celtix. Celtix ist ein ehemaliger Minecraft-YouTuber, der damals sehr, sehr, sehr aktiv Minecraft gebufft, von HiveSG bis UAC-Run. Er hat einfach alles gemacht. Er hat auch UAC selbst gespielt. Fand ich immer relativ gut bei ihm. Er ist nicht so ein ganz, ganz guter YouTuber, also PvP-YouTuber, sondern er ist einfach ein durchschnittlicher PvPer, aber besser als fast alle anderen, die in diesem Projekt sind. Auf Platz Nummer 9 haben wir Bramen. Bramen von Pete's Meat ist in dieser Liste dabei, weil ich ihn seine Leistung in Varo eigentlich immer relativ konstant und gut fand. Natürlich hat er in der ersten Staffel ein bisschen Faxen gemacht, aber in der zweiten als auch in der dritten Staffel hat er eigentlich relativ gut abgeliefert. Alleine diese Szene, wo er gegen Ungespielt gekämpft hat, hat mich wiederum extrem krass erfreut, weil er erstmal Ungespielt eine richtig krasse Combo gedrückt hat. Dann hat Ungespielt ihn eine krasse Combo gedrückt und dann war es wieder umgekehrt, dass er Unge dann getötet hat. Auf Platz Nummer 8 haben wir Stegi. Warum habe ich aber Stegi überhaupt diese Liste genommen? Er hat ja keine konstante Leistung zwischen Varo gezeigt oder so, weil er immer relativ früh gestorben ist, außer in Staffel 2. Stegi konnte man einfach damals immer in den 64er Runden SG einfach immer am Rasieren sehen. Und einigermaßen ist eigentlich Stegi ein sehr, sehr guter PvPer. Nur er zeigt es nicht an sich. Deswegen habe ich mega Hoffnung, dass er echt in Minecraft Zuru am ersten Tag etwas mal rasiert, damit die Leute sehen, er ist wieder am Start. Platz Nummer 7 haben wir Let's Phil. Let's Phil hat natürlich Varo 3 gewonnen, was eigentlich als Solo relativ schwer war. Aber er hat sich dann im Endeffekt an Zander und Weiß-Weiß gemessen und nochmal an eine Vive und hat die einfach gelegt. Was einfach mega heftig ist und deswegen müsste er eigentlich auch auf dieser Liste sein. Bis auf Clickspeed hat er eigentlich nicht so eine gute Technik, aber es hat sich seitdem sehr, sehr viel verändert und ich hoffe, er ist auch besser geworden. Auf Platz Nummer 6 haben wir den Titan-Sieger Tiff Barbo. Er hat ja damals Titan mit Basti GRG gewonnen und ich finde ihn sehr relativ gut. Ich habe ihn eigentlich immer damals relativ aktiv geschaut, seitdem, also dann hat er dann irgendwann angefangen lieber zu streamen, als Minecraft-Videos zu bringen. Dann habe ich ihn nicht mehr so aktiv geschaut, aber ich fand seine Titan-Videos immer relativ entspannt. So, nun kommen wir zu Platz Nummer 5 und zwar ist das Phasen. Phasen ist eigentlich an sich ein relativ guter PvP und hat eine sehr konstante Leistung in Varo gezeigt. Jedoch ist bei ihm immer so, dass er, wenn er die Rod nicht benutzen kann, relativ nicht so zweikampfstark ist, wenn man es halt so sagen kann. Es gibt bessere YouTuber, die im Zweikampf im Bow ein bisschen besser sind als Phasen, aber Phasen ist auf gar keinen Fall ein schlechter YouTuber. Phasen ist ein richtig, richtig guter YouTuber. Auf Platz Nummer 5 habe ich aber auch noch einen anderen YouTuber und zwar ist es Danny Returns. Den kennen wir ja wahrscheinlich alle durch UHC, denn er hat da schon krass die UHC-Szene mit Livestreams geprägt und ich finde ihn persönlich relativ verdient auf Platz Nummer 5. Nun kommen wir zu Platz Nummer 4 und zwar haben wir dort Venicroft. Venicroft ist an sich nicht der beste PvPer, den wir alle kennen, aber er ist der konstanteste. Er ist richtig gut im Bau, er ist richtig gut im Nahkampf und er kann einfach umgehen mit FNS, mit Wasser, einmal mit Lava, einmal mit dem perfekten Gap-Timing. Das kann er einfach alles. Veni, würde ich sagen, ist der mit einer der besten Allrounder, die man hier in der YouTube-PvP-Szene hat. Finde ich meiner Meinung nach, er hat nicht unverdient Varo 4 gewonnen, plus Varo 3 so heftig rasiert, wäre der Border nicht da gewesen. Auf Platz Nummer 3 haben wir jemanden, der Ripex heißt. Ripex ist ein PvPer, falls ihr ihn nicht kennt, der auf Gomme extrem krass rasiert hat. Einermaßen hat er auch noch einen Titan rasiert. In der letzten Titan-Staffel ist er wirklich krass gegangen mit seinen Teammates Zünte. Da haben die zum Beispiel die Buddies rausgehauen. Fand ich extrem krass. Leider ist er nicht so weit gekommen in Titan, aber verdient auf Platz Nummer 3 meiner Meinung nach. Auf Platz Nummer 2 haben wir Buddies.
Basti GLG. Er ist im Nahkampf eine übelst kranke Maschine. Ich selbst konnte schon mehrmals gegen Basti und Veni spielen im 1v1. Und ich glaube, Basti hat mich jedes Mal zerstört. Bei Veni war es ab und zu mal so ein Gleichstand. Aber Basti hat mich jedes Mal einfach echt zerstört und es verdient auf Platz Nummer 2. Nun haben wir auf Platz Nummer 1 jemanden, der noch nicht in meiner Teilnehmerliste mit drin ist. Und es ist Smokies mit einer der heftigsten PvPer überhaupt, meiner Meinung nach. Ich kenne ja Smokies schon seit 2013, seitdem er Admin vom Minecraft PvP-Server damals war, wo man HG spielen konnte. Und ich muss sagen, Smokies hat schon damals extrem heftig rasiert und war damals schon mit einer der Besten. Und heutzutage ist er mit einer der Besten. Relativ muss man jetzt die ganze Liste sehen, weil es wird jetzt eine 1.14 sein und nicht jeder YouTuber hat in der 1.14 die Chancen wie eine 1.8. Wenn eine 1.8 macht Flickspeed eine größere Rolle, First Touch und so weiter. Und das hat man, glaube ich, in der 1.14 nicht. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihr mir einen Daumen nach oben und abonniert mich für weitere Videos von mir. Also Leute, ich bin raus und ciao.